Ich bin zum Social Engineering zufällig gekommen, war mal Systemadministrator und habe da quasi Social Engineering betrieben, aber nicht gewusst, dass das ein eigener Begriff oder Term ist. Und den Vortrag gibt es deswegen, weil ich in Berlin von Jugendhackleuten angesprochen worden bin und wir geredet haben. Ihr lernt das Wochenende quasi, wie ihr programmieren lernt für Maschinen. Und Social Engineering ist aus meiner Sicht eher das Programmieren von Menschen. Und das klingt jetzt blöd, das kann teilweise auch manipulativ sein. Zum Beispiel betrifft das die Werbung. Die Werbung wird euch quasi Engineering, damit ihr Produkte kauft. Und mir geht es darum, dass wenn ihr, wo ihr mir arbeiten werdet in der Zukunft, ihr sollt wissen, wie ansatzweise dieses Social Engineering Programming funktionieren kann, damit ihr euch dagegen auch schützen könnt. Also das Erste ist immer zu wissen, wie läuft das ab, eine Mustererkennung. Und das Zweite ist, dass man selber zum Beispiel, wenn ihr mal Spaß haben wollt, kann man das auch super anwenden. Ich sage ein Disclaimer, wenn wir keinen Blödsinn machen, keine krummen Dinge. Das, was ich immer angewendet habe, was ich eher für so NGO-Bereich oder Spaßaktivitäten oder Guerilla-Taktik. Das ist im Großen mal der Überblick. Ganz normal zum Rausheben, die Annahme, dass wir da überall die Menschen rational handeln, was gerade in der Ökonomie, von der Wirtschaft verbreitet wird, ist aus meiner Sicht eine gewagte Annahme. Und dieser Trend mit Nudging, was jetzt heißt, ist, wie bringt man Bevölkerung dazu, zum Beispiel, dass sie gesünder leben, weniger rauchen, mehr Sport betreiben. Das hat natürlich positive Effekte oder kann man ja begrüßen. Es kann nicht schnell passieren, dass solche Ansätze in die falsche Richtung kippen. Und der Vortrag, der das Ziel hat, dass er euch einfach mal aufzeigt, was kann man an Spaß haben, was lustig ist und wie kann man damit umgehen. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich war mal Systemadministrator von YesMan. Ich weiß nicht, ob ihr jemand kennt. Das ist so eine Aktionsgruppe aus New York. Und die haben eine ganz große Nummer aufgezogen im Rahmen von Bhopal. Das war Chemieunfall 84 in Indien. Da sind ein paar tausend Leute gestorben. Es hat eine 500.000 Verletzte gegeben. Und die haben zum 20-jährigen Jubiläum live auf BBC erklärt, dass die Firma, die Bhopal gekauft hat, jetzt endlich den Opfern eine Entschädigung zahlen, für das sie auch gestorben sind oder verletzt worden sind. Und das ist das Bild dazu, das war live auf BBC und der Börsenkurs ist dann halt innerhalb von ein paar Minuten um 2 Milliarden oder beziehungsweise 4% eingebrochen. Und das war Social Engineering, weil die YesMan quasi sie ausgeben hat, als wären sie die Sprecherperson von Dow Chemical, das war die Firma, die gekauft hat. Und das nennt man halt quasi, kann man sagen, das ist eine Vortäuschung einer Identität. Und um solche Beispiele geht es in diesem Talk. Andere war Toyo, das war 99 bis 2000, ging es um einen Streit um eine Domain. Die eine hieß eToy.com, das war ein europäischer Künstler, und der andere war eToys.com, das war ein amerikanischer Online-Spielehändler. Und das ist quasi so, steht sich die Medizin quasi das Hirn vor, wie komplex das funktioniert. Und hier hat man dann, was denn die Realität ist, also Homer Simpson mit einem kleinen Hirn und um Bier. Ich meine, das ist halt, meistens funktioniert der Mensch auf der Art. Also es fehlt da zur Vorstellung, ich kann noch kurz auf die Seite gehen, ist das vielleicht gut. Wo ihr mehr zu tun habt, ihr sollt sich einen Homer Simpson vorstellen mit einem Bier. Also wenn der im Moment das Bier sieht, denkt er rational. Der will das Bier haben um jeden Preis und freut sich, dass er Bier hat. Und was rundherum passiert, ob das Atomkraftwerk in Springfield in die Luft fliegt, ist dem Simpson egal, weil er Bier in der Hand hat. Das erste große Social Hack, den man wahrscheinlich kennt, ist das trojanische Pferd. Darum ging es, das ist ein Mythos übrigens, wahrscheinlich, gab es in der Realität, aber im Prinzip haben die quasi eine Stadt erobert, weil sie ein Geschenk gegeben haben und in dem Geschenk drinnen war da die Krieger, die dann quasi das Stadt von innen geöffnet haben. Heißt dann Trojaner, vielleicht manche von Kemens von Programmieren, also nicht mehr Schadsoftware. Andere lustige Beispiele vom Social Engineering war, es gab einmal einen Diamantenraub in Antwerpen, da hat jemand 28 Millionen Euro oder Dollar circa einen Diamanten abgeholt, weil er vorgegeben hat, dass er Teil von diesem regelmäßigen Kundschaften ist. Mein Lieblingshack ist von 71, da haben sie das FBI die wollten Informationen haben vom FBI, was relativ schwer zu kriegen ist.
Und es gab einen Trupp, der dann war dafür zuständig, in das FBI-Büro reinzukommen. Und wie sie reingekommen sind, war der Trick, sie haben dann Schild auf die Tür gehängt, heute bitte nicht absperren wegen der Reinigung. Und die Tür ist dann nicht abgesperrt worden. Und die sind dann am Abend wirklich reingegangen, weil sie die Tür offen lassen haben, weil irgendwer dachte, wenn da offizieller Zettel hängt, man soll die Tür nicht absperren, dann wird sie was dabei gedacht haben, dass man die Tür nicht absperrt. Und so haben die einer, das ist erst 2011 rausgekommen, einer der größten, geilsten Aktionen abgezogen. Und zwar ein Zettel, der an der richtigen Position gehängt ist, damit jemand die Tür nicht absperrt, sonst werden sie nicht reinkommen. Dann gibt es dieses Bild hier, das war, wie man auf eine Oscar-Party reinkommt, indem man sich einfach als Koch verkleidet mit einem Lobster. Die anderen Tricks sind immer, was man aus Filmen kennt, ist zum Beispiel der Bauhut oder so ein Clipboard, damit man ein bisschen ausschaut. Und wer sich die Videos anschauen will, da gibt es eine Situation, wo ein geflüchteter Häftling von der Polizei auf der Straße aufgehalten wird, gefragt wird, ob er der Flüchtling ist, der gerade ausgebrochen ist, und der redet mit dem Polizisten 10 Minuten und erklärt dem Polizisten, dass er nicht der Flüchtling ist, und geht dann weiter weg. Und das ist Social Engineering, in dem Moment den Polizisten so weit erklären, dass er nicht weiß, wer du bist. Und das funktioniert ja da auf relativ einfache Art. Manche Mechanismen, die wir im Kopf haben, psychologisch, die aus der Evolution kommen, fallen halt gewisse Fallen immer wieder rein. Es gibt elendslange Bücher, super zum Lesen. Das Video ist einfach großartig zum Anschauen. Sie haben jedes Mal dabei ab. Es gibt dafür Videos, sonst nur den Hinweis, Hope Conference, die machen ein Social Engineering live, wo Leute anrufen, damit sie Informationen anfangen von sagen wir Datencentern oder irgendwelchen Telefonfirmen. Für die, die schon gut Englisch können, ist super Unterhaltung. Und das geht ja, wieso betrifft euch das? Ich meine, ihr kommt auch in das Alter rein, wo ihr auch für Nachrichten interessiert. Ihr lebt in einer Filterbubble, das heißt zum Beispiel, was für Informationen bekommt ihr überhaupt, wie geht es mit den Informationen um und wie bewertet ihr die Informationen? Und diesen Umgang, diese drei Felder, sind wichtig für euch zu verstehen und zu erlernen. Gibt es ein schönes Beispiel, was mir immer gefällt, ist Gellman-Nische-Effekt. Das heißt, ihr lest zum Beispiel irgendwo, wo ihr auch auskennt, und ihr wisst es in der Zeitung, dass über den Bereich, wo ihr lest, bei euch wird es zum Beispiel ein Computer sein, drauf kommt, sie schreiben nicht gut drüber. Das heißt, die erzählen Informationen, die nicht 100% korrekt sind. Wenn sie aber dann weiterlesen, zum Beispiel einen Wirtschaftsabteil von der Zeitung, ist für jemanden, der Wirtschaft liest, genau der gleiche Effekt, nur kennen sie die Personen in einem anderen Bereich nicht aus. Das heißt, ihr müsst antrainieren, permanent, dass dann Informationen, was ihr aufnimmt, richtig einzuordnen und versuchen zu filtern. Das ist so wie Nahrungsaufnahme. Ihr könnt Fastfood essen oder ihr könnt auch schlechte Informationen haben. Schlechte Informationen ist zum Beispiel auch, wenn ihr Programmieren lernt, schlechte Programmierbücher. Wenn ihr schlechte Programmierbücher habt, dann lernt ihr langsamer zum Programmieren, als wenn ihr wirklich gute Programmierbücher habt, die euch auch erklären, was sind die Strukturen dahinter, was für Unterschiede gibt es bei Programmiersprachen und so weiter. Dann zum Beispiel eins, was den Menschen betrifft. Der Mensch ist relativ auf Kurzzeit ausgelegt. Also man sieht das so wie Finanzkrise, die war 2008, die ist schon fast vergessen. Wenn irgendjemanden fragt, in meinem Alter, wie schaut es mit der Pension aus, ist das relativ schwierig zum Einschätzen, weil da geht es um ein paar Jahrzehnte zum Vorschauen. Und das alles quasi soll mit solchen Techniken zumindest die Awareness, also die Möglichkeit, dass man sich daran erinnert, dass das Langfristigkeit gibt, Probleme bei der Abspeicherung von Informationen bzw. Filterzugang zu den Informationen damit umgehen kann. Allgemein ist auch in Zeiten wie diesen gibt es halt massive Überforderungen an Komplexität oder auch allein an Informationsfluss. Und es gibt ein super Buch für die Eltern von euch von Robert Cialdini, der beschäftigt sich mit dem. Und aus diesem Buch rausgefiltert gibt es zum Beispiel 7 globale Regeln, die in allen Kulturen da herrschen, wie man Kontakt oder wie man Einfluss auf Personen hat. Das ist Reziprozität, also wie gibt man ja jemand was zurück, was man bekommen hat. Das ist zum Beispiel, wenn nie jemand in den Raum ein Geschenk macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der mir ein Geschenk macht, weil er sich einfach von der Natur aus dazu angeleitet fühlt, dass er diesen Gefallen widerspiegelt. Dann ist immer überall, wo es Knappheit gibt, bei Gütern, sei es oder auch bei Zeit, steigt der Wert. Das heißt, wenn es nur ein schönes Auto gibt, will jeder dieses eine schöne Auto haben. Beispiel wäre zum Beispiel Oldtimer. Autorität durch Kleidung, Titel oder Auftreten spielt immer eine Rolle, wie man Nachrichten drüber bringt. Da gibt es ein super Experiment von Milgram. Ich weiß nicht, ob von dem schon jemand gehört hat, wo es darum geht, wie befolgen Leute Befehle, wenn sie meinen, die kommen von einem Doktor oder einer Person in einem weißen Kittel und bestrafen quasi andere Leute, die gescheitert sind bei einer
Anfrage, Beantwortung einer Frage mit Stromschlägen. Und da waren die Stromschläge dann tödlich. Aber die haben den Befehl ausgeführt, weil sie gedacht haben, dass jetzt auf der anderen Seite, der sagt, du musst die bestrafen, am Doktorkittel gehabt hat. Und das funktioniert in der Realität meistens so, wenn Männer mit einem Anzug rumlaufen, haben sie ein höheres Ansehen, als wenn du mit kurzen Hose oder so durch die Gegend gehst. Bindung und Konsistenz, das heißt, da geht es immer darum, wie kann man langfristig was aufbauen, beziehungsweise Verlustaversion. Der Mensch reagiert auf einen Verlust, sei es jetzt einen monetären Verlust oder für Dinge, weit höher, als wenn er den gleichen Verlust gewinnen würde. Liking, Beispiel wäre, wir reden in einem Dialog und wenn Menschen miteinander reden und am Anfang relativ oft das Ja-Wort fällt, also fragen, wie geht's dir oder ist heute das Wetter schön oder bist du in Linz und sagst du ja, hast du einen Computer am Lab, ja und so weiter. Je öfter das am Anfang jemand Ja sagt, desto höher ist er willig, dass er später zu einer Frage, wenn er jetzt sagt, zahlst du mir ein nächstes Getränk, auch wieder Ja sagt. Weil der Kopf in dem Moment auf ein Ja sagt, also auf eine Ja-Antwort schon vorprogrammiert ist, im minimalen Bereich. Das trifft mit Konsensus, wo, wenn Gruppendynamiken sind, wie wenig Leute bereit sind, obwohl sie wissen, dass die Antwort, die sie sagen würden, richtig ist, aber darauf verzichten, weil der Rest der Gruppe Nein sagen wird. Zum Beispiel. Da gibt es Studien dazu. Und der Konditionierung, das eine ist immer der, der die schlechte Nachricht überbringt, obwohl sie richtig ist, ist immer der Trottel. Das ist ein geschichtliches Problem, wahrscheinlich seit ein paar Jahrtausend, das wird sich auch nie ändern, aber es ist immer der, der aufzeigt, der stinkt, ist der dann der Arsch, der stinkt, nicht der, der da hingeschissen hat. Und das kommt in einem Buch ziemlich gut rüber. Das war einer, der jetzt nur kurz Beispiele gemacht hat. Also wenn ich in Österreich oder in Deutschland mit der Bahn fahre, dann hänge ich immer so ein Schild hin, das heißt Leseabteil. Das ist extrem super, weil dann habe ich ein Abteil, wo ich drinnen sitze und wo keiner quatscht und ich kann arbeiten. Und das funktioniert. Das kann man in verschiedenen Varianten machen. Und sobald irgendwo ein Zettel hängt und sagt Leseabteil, erwartet jeder, dass das Leseabteil ist. Da sagt keiner, hey, ist eigentlich schier geschrieben und ist, wie kommt der dazu? Das hat er kein Logo oben oder so. Aber der Mensch geht davon aus, okay, da steht irgendwas dahinter. Ja, das war bei einer Veranstaltung in Berlin, da ging es darum, dieses Transparent draufzuhängen und wie man sieht, das ist ein S-Bahn, also Eisenbahnbetriebsgelände, wo man normal nicht rein darf. Da war dann der Witz, wie kommt man da rein? Da muss man Leute quasi freundlich bearbeiten. Dann war eine der größten Veranstaltungen war für die Yes-Men, die dann in Berlin bei einer Gala waren, ganz kurz vor das Bild. Das war halt die Gala. Wir haben halt versucht, diesen Eisbären da reinzubringen wegen dem Klimaschutz. Und meine Aufgabe war halt, dass man da Eintrittskarten für Leute besorgt, die keinen Zutritt auf diese Gala hatten. Und das funktioniert halt zum Beispiel mit Bekundung vor Ort, dass man die Leute anruft, wenn man weiß, wie kann man die am Telefon zum Beispiel mit so einem Yes-Set selber die erste Karte erreichen. Dann ist man vor Ort durch, dann ist man Techniker. Dann kommt man als Techniker rein, kriegt der Techniker Armband. Dann erweitert man die Gästeliste, weil man sich darum kümmert, dass die Kollegen auf die Presseliste kommen und dann geht man nach Hause, holt sie in den Anzug und geht dann offiziell rein. Das kann ich dann persönlich genauer erklären, wenn man sowas macht, für Leute, die sowas Spaß machen. Mir macht sowas Spaß, ab und zu mache ich das. Das waren dann die Bilder. Das ist natürlich mit so einem Eisbären, ist man natürlich bei jedem Empfang Nummer 1, weil die Message klar war, da ging es halt um den Klimaschutz. Das heißt, du kannst dann nicht verlieren, weil die Moral oder der Humor meistens auf deiner Seite steht, wenn du es gut machst. Das war dann, wie am Ende die Leute von der Bühne runtergezerrt worden sind. Dann ein bisschen länger gedauert, die Vorstellung. Und das ist nur kurz für euch, wenn ihr euch dafür interessiert. Es gibt dann gewisse Techniken, wie man damit anfangen kann, das zu üben. Nämlich selber mal lernt, dass man, wenn man sagen, ich finde das Beispiel super, dass ich, das ist Milton Erickson, wenn ihr irgendeine stressige Situation habt und jemand kommt zu euch hin und haut euch zum Beispiel auf die Schulter und ihr sagt, es ist 3 Uhr. Das muss man halt trainieren, dass man in dem Moment, wo man auf die Schulter kriegt, sofort sagt, es ist 3 Uhr. Das habe ich monatelang gebraucht. Aber der Witz ist, wenn du sagst, es ist 3 Uhr und die andere Person mitkriegt, dass du sagst, es ist 3 Uhr, die ist so perplex, dass sie eine Sekunde, zwei Sekunden nicht genau weiß, was sie machen soll, weil die erwartete Reaktion von dir und du brichst quasi komplett das Muster. Du gehst hin und sagst, es ist 3 Uhr und die Person denkt sich, die Antwort, auf die sie reagiert, ist entweder ein Faustschlag zurück, auf die Schulter oder du Arsch oder irgendwas und sagst, es ist 3 Uhr. Das heißt, du
brichst den so, dass du selber wieder Zeitraum hast zum Agieren. Anderes Beispiel ist, wenn du mit jemandem sprichst und der stellt dir eine Frage und du siehst da und sagst nichts. Probier es mal aus, du siehst da und sagst nichts, schaust die Person an und die wartet. Und du kannst zählen, 21, 22, die Person wird unruhig. Weil die wie in einem Kulturkreis sind, wo 5 Sekunden schon die absolute, viel zu lange, also nach 3 Sekunden kannst du es probieren, sind die Leute meistens perplex, was los ist, hast du jetzt aufpasst, hast du zugehört, weißt die Antwort nicht. Weil wir einen Modus haben, also unser Hirn erwartet nach 3 Sekunden eine Antwort und in der 4. Sekunde wird das Hirn komplett überfordert, wieso gibt er keine Antwort. Es kann bei einer Frage stellen, willst du Cola oder Orangensaft und du sitzt da und schaust ihn an und so. Macht es mal, das ist extrem, also ich habe immer Spaß dabei. Dann gibt es zum Beispiel Grundregel Nummer 1, wo immer ihr das anwendet, ihr müsst einfach alle Personen ernst nehmen. Das übersehen die meisten Leute, je kleiner die Person in der Stellung oder im Rad, in dem System ist, desto wichtiger ist die, gerade wenn man wo reinkommen will. Dazu gehört dann zum Beispiel Grüßen, Augenkontakt und einfach auch Leute beobachten, wie reagieren die und dann das mit dem rumspielen. Also da braucht ihr ein bisschen Übung. Und das Ganze nochmal ganz kurz, ihr müsst lernen, die Muster zu erkennen, vielleicht das selber anwenden und dann immer alert sein, damit ihr wisst, dass das halt tagtäglich passiert. Jetzt, sei es durch Werbung, politische Werbung oder wenn ihr jemals in IT arbeiten wollt, müsst ihr das verstehen. Ihr müsst fähig sein, dass ihr eure eigenen Systeme schützt. Und die Schützen der eigenen Systeme basiert eben nicht nur, dass ihr Firewall habt oder was immer, Hardened System, sondern dass keiner die Informationen so rauskriegt. Und das im Prinzip war's. Hier gibt es noch einen Link, einen super Vortrag vom Chaos Camp, der das Ganze dann noch detailliert auf der psychologischen Ebene macht. Kevin Mitnick ist einer der großen Hacker, der dann mal erwischt worden ist. Super Beispiele. Der ging dann so weit, wie er einmal das FBI ihm quasi der, festnehmen wollte, hat er dann extra Zettel auf dem Kühlschrank fürs FBI hingehängt, dass er die Donuts schon im Kühlschrank sind. Fand ich großartigen Humor. Und das Buch von Robert Cialdini. Und das heißt dann auch Science of Persuasion. Und das ist nur der eine, die, wie haben wir gesagt, genau. Das, zum Einordnen für die Älteren, This is Water von David Foster Wallace. Das muss ich anschauen, 10 Minuten. Ja. Und in diesem Sinne, keinen Blödsinn und auch Spaß muss sein. Das war's. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr jetzt fragen oder sonst bin ich auch noch länger da.